3. Guckt euch das an. Freunde, muss ich dazu noch was sagen? Freunde, träume ich das gerade? Sind das Diamantblöcke? Es sind Diamantblöcke. Jo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade auf meinem Lieblingsserver durchrasten.de. Checkt den Server doch mal aus. Richtig, richtig cool. Die IP ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ihr könnt hier euer eigenes Grundstück bauen und hier ist so eine geile Community. Deswegen checkt den Server doch mal aus. Und ganz wichtig, Freunde, wir haben in unserem Rangshop für Durchrasten eine 72-Stunden-Aktion. 72 Stunden ist alles mega, mega reduziert als kleines Geschenk zu Weihnachten für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze abchecken würdet. Griefergott kostet zurzeit nur 69 Euro statt 150 Euro. Das Ganze geht nur 72 Stunden, deswegen checkt das Ganze aus. Der erste Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr richtig, richtig viele coole Vorteile bekommen und gleichzeitig den Server unterstützen. Checkt das Ganze doch mal ab. Würde mich mega freuen. So, mich würde auch noch interessieren, was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich freue mich schon, das Ganze zu lesen. Wir können ja auch in den Kommentaren ein bisschen schreiben. Und an dieser Stelle würde ich mich natürlich auch über einen richtig geilen Daumen nach oben freuen. Ihr unterstützt uns so krass in letzter Zeit. Und deswegen bringt das auch so unheimlich Spaß, so viele Videos zu produzieren für euch. So, ich möchte gar nicht lange fackeln. Ich zeige euch heute, worum es geht. Und heute haben wir wirklich was sehr, sehr, sehr Extremes. Ich habe schon gesehen, aber ich wollte es euch unbedingt zeigen, denn ihr wollt das. Das heißt, dieses Video ist nichts für schwache Nerven und auch nicht für sehr, sehr junge Leute. Deswegen, wenn ihr euch denkt, okay, ich bin noch zu jung, das möchte ich nicht, dann schaltet jetzt ab. Aber ihr lasst euch etwas entgehen. Es ist wirklich so verdammt krass und auch lustig. So, ich will auch gar nicht lange rumfackeln, deswegen bleibt bis zum Ende dran. Ihr seht hier dieses Grundstück und das sieht ja komplett normal aus. So, das dachte ich mir auch, bis es gemeldet wurde und ich mir es angeschaut habe. Ich dachte erst so, ja, wahrscheinlich wurde das deswegen gemeldet. Das war wahrscheinlich so ein kleiner Troll, dass das hier reported wurde und auch gar nicht stimmt. Ich dachte, da will mich jemand veräppeln. Dann bin ich hier reingegangen. Ja, und es sieht ja auch wirklich, wirklich echt cool aus. Hier hat er noch einen kleinen Shop, wo er was verkauft. Der GS-Inhaber, also von diesem Grundstück, ist leider gerade nicht online. Dann bin ich hier runter, dann war so ein Pfeil dahin und ein Pfeil dahin. Und dann habe ich mir auch nochmal die Kisten angeguckt. Er ist ja gerade nicht da, ich bin aber auch im Vanish. So, und dann habe ich mir die ganzen Kisten angeguckt, Freunde. Und hier ist einfach nichts Besonderes drin. Und ich dachte mir die ganze Zeit, erstmal steht hier mein größter Schatz. Okay, da war ich schon ein bisschen verwundert, aber ich finde hier nichts. Und das dachte ich mir die ganze Zeit. So, jetzt könnt ihr ja mal in den Kommentaren raten, worum es oder was hier gleich euch gezeigt wird. So, wir gehen jetzt hier runter. Genau das habe ich auch gemacht. Und ja, dann habe ich mir das Ganze angeschaut. Sieht übrigens richtig cool aus. Und es sieht so krank, normal und unverdächtig aus. Deswegen, Freunde, jedes Grundstück kann wirklich, auch wenn das nur so ein ganz normales Grundstück ist, hier können wirklich Bösewichte sein. Und nochmal ganz wichtig, ich habe letztens in den Kommentaren gelesen, ja, sind da nicht viele Hacker auf dem Server? Keine Sorge, wir haben ein Team aus über 50 Supportern und Moderatoren. Wir haben ein Report-System, kann ich euch ja mal zeigen. Man kann quasi Leute reporten, das macht ihr auch ständig. Und deswegen haben wir kaum Hacker auf dem Server, deswegen macht euch da gar keine Sorgen. Und ihr seht, hier ist noch Lava, also er hat das wirklich cool gebaut. Hier draußen, genau, draußen kann man ja auch mal gucken. Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Kann man hier irgendwo runter oder so? Und ich habe nichts gefunden. So, hier ist dann noch eine Cobblestone-Maschine quasi, eine mit Lava und Wasser, dass man sich quasi unendlich Cobblestone machen kann. Und ja, dann bin ich hier runtergegangen. Und nicht hierhin, sondern hierhin. So, und dann dachte ich mir, okay, was ist das hier? Das ist doch ein ganz normales Feld. Und Freunde, jetzt gleich werde ich euch etwas zeigen. Ich bin hier wirklich durchgegangen wie ein Bescheuerter und dachte mir, hä, was soll hier sein? Warum wurde dieses Grundstück reported? Dann habe ich mir hier angeguckt, okay, hier sind ja die ganze Zeit so, die Ecken sind quasi verziert mit so teuren Rohstoffen. Und hier oben fehlt eine Ecke. Und hier geht eine Treppe nach unten. Und jetzt werde ich euch zeigen, was sich hier Krankes auf dem Grundstück befindet. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde jetzt hier ganz entspannt runtergehen. Ich werde es euch noch nicht zeigen. Ich gucke extra in die Ecke.
Ich habe es nämlich leicht schon gesehen. Ich habe es mir noch nicht ganz angeguckt, aber sobald ich nur einen Teil davon gesehen habe, dachte ich mir, ich schmeiß die Aufnahme an. So, es ist nämlich echt verdammt lustig und die Treppe geht so weit nach unten. So, wir stehen jetzt quasi mitten im Geschehen und ich werde mich bei 3 umdrehen. 1, 2, 3. Guckt euch das an. Freunde, muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt hier mal den Shader ausmachen, damit wir hier mehr sehen. Guckt euch an, was der hier Krankes gebaut hat. Also ich finde es extrem krass. Wir können ja mal uns hier einfach mal ein bisschen hier einbauen, damit wir das Ganze mal in Ruhe von außen betrachten können. So, ich mache das jetzt einfach mal weg. So, zack, 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 zack. So, und jetzt kann man das Ganze mal ein bisschen mehr betrachten. Also ich finde es mega krass. Also wirklich, wie kann man nur so etwas bauen? Also es geht nicht in meinen Kopf rein, auch gerade hier mit diesen ganzen Details. Ich möchte gar nicht sagen, was das ist. Ich glaube, es ist auch für jeden selbstverständlich oder für jeden selbst erklärend, was das ist. Deswegen meinte ich ja, also wenn das nichts für euch ist, dann schaltet jetzt lieber ab. Aber ich glaube, es ist ja nur Minecraft, Freunde, da geht das noch okay. Aber es ist doch verdammt krass, oder? Was wir hier finden. Und das ist einfach, Freunde, wir sind hier auf einem Minecraft-Server. Auf einem Minecraft-Server. Wir sind hier nicht auf irgendeiner Schmutzseite oder so. Wir sind hier einfach auf einem Minecraft-Server. Und dann finde ich das schon ziemlich, ziemlich krass. Ich will hier die ganze Zeit mal so ein kleines Feld hier ausbauen, damit wir das mal vernünftig begutachten können. So, jetzt können wir das vernünftig sehen. Da mache ich direkt mal hier einen kleinen Screenshot, Freunde. Weil das finde ich ja echt krass. Also, so. Und ich habe das gesehen. Ich habe auch gesehen, hier unten sind Schilder. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Hier oben ist auch ein Schild. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal näher an. Also ich finde das auch ein bisschen eklig, Freunde. Ich möchte hier eigentlich nicht rein. Hier steht, das ist mein dicker, mit dem ich dich werde. Natürlich nur, wenn du eine Frau und Mutter bist, weil ich bin der Mutter. Was hat der da bitte hingeschrieben? Hat der da wirklich hingeschrieben, dass er ein Mutter ist? Und dass das hier sein angebliches Geschlechtsteil hier sein soll? Freunde, ich möchte ja nichts sagen, aber ich find's echt krass. Ich find's wirklich krass. Hier oben ist auch noch ein Schild. Da steht einfach nur so, oh, drauf, okay. Wollen wir da mal rein? Ach, da geht's halt wirklich noch runter. Hier war ich noch nicht. Ich war auch noch nicht da richtig oben. Und hier ist einfach egal. Hier geht's noch runter. Was ist denn hier noch los? Was? Guckt euch mal an. Ich dachte hier, das ist irgendwie ein Block, der fehlt. Aber hier geht's ja wirklich runter. Was? Hier sind 2 Kisten. Was? Bitte? Was? Nein. Träume ich das gerade? Freunde, träume ich das gerade? Sind das Diamantblöcke? Es sind Diamantblöcke. Guckt euch an. Und jetzt stopp mal ganz kurz. Das war quasi zur Tarnung. Der hat da unten ein Hackerlager und hat das quasi hiermit anscheinend getarnt, glaube ich. Und so muss ich das doch verstehen, oder? Was ist hier bitte los? Also, ich wollte es euch unbedingt zeigen, auch wenn der Grundstücksinhaber nicht da ist. Ich fand das so verdammt lustig. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Aber wir sind ja hier noch nicht fertig. Deswegen, Freunde, bleibt bis zum Ende dran. Wir müssen uns ja überlegen, wie wir hier den Grundstücksinhaber bestrafen. Ich bin gerade wirklich gespannt, was wir jetzt machen können. Also ich überlege mir mal was. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren abstimmen, was ihr machen würdet oder was ich beim nächsten Mal machen soll. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Aber ich habe, glaube ich, eine coole Idee. Wir werden ihn ein bisschen pranken, Freunde. Wir werden jetzt erstmal hier so, zack. Und werden den erstmal wegmachen. So, dann werden wir hier das zubauen. Die Diamanten sind ja jetzt weg. Die werden despawnen gleich. Packen uns hier genau das, was er da gemacht hat. Und werden ihm jetzt sagen,
So, Freunde, ich finde das besser als vorher. Werden ihm sagen, dass er gefälligst nie wieder was bei uns in der Art bauen soll. Und Freunde, wenn er das nächste Mal online ist, werde ich dafür sorgen, wenn er das dann gesehen hat, dass der vom Server permanent gebannt wird. Das ist die Originalgröße. Also Freunde, ich glaube, hier können wir mal eine Ausnahme machen und können das Ganze mal machen. Ich bin mega, mega, mega gespannt. Stellt euch mal vor, ihr habt sowas unten in eurem Keller gebaut, da kommt jetzt hin und steht hier sowas. Ich bin gespannt. Ich glaube, dieses Mal können wir eine Ausnahme machen. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist eine richtig gute Bestrafung. Die Diamanten werden da unten jetzt despawnen. Und wir werden ihn, wenn er das nächste Mal kommt, auf jeden Fall vom Server bestrafen. Wir werden ihn permanent vom Server ausschließen, denn okay, er hat das jetzt hier gebaut, da könnte man ja sagen, gut, okay, kriegt er nur einen 3-Tages-Bann oder einen 7-Tages-Bann, aber was da unten war, das sah nicht gut aus, Freunde, da könnt ihr mir glauben. Das Grundstück wurde auch mehrfach reported, weil er Leute auch in sein Grundstück einlädt quasi und sagt, ey, komm mal, ich habe hier was Cooles gebaut. Und Freunde, das muss ja nicht sein. Deswegen würde ich sagen an dieser Stelle, ich wünsche euch richtig, richtig geile Weihnachtsferien noch. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video, aber ganz wichtige Information, denkt an die 72-Stunden-Aktion, wie gesagt, wenn die Aktion vorbei ist, wird das wahrscheinlich erstmal die letzte Aktion gewesen sein in unserem Rangshop. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auf meinem Lieblingsserver durchrasten.de wiedersehen würden. Die IP ist wie gesagt ganz oben in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!